Logischerweise, logischerweise. Wenn ein Christ heiraten will, Christ, dann heiratet er nach den Regeln vom Christentum. Wenn ein Jude heiratet, dann nach Regeln von Judentum. Buddhist nach Buddhistenregeln. Ich weiß nicht was nach. Und ein Muslim nach muslimischen Regeln. Abgesehen davon jetzt, was man staatmäßig in Staatform macht. Man sagt doch hier, Religion und Staat sind getrennt, denke ich, oder? Man sagt in Europa, man trennt zwischen Staat und Religion. Okay, wir reden jetzt über religiöse Trauung. Wo macht man die religiöse Trauung dann? Bei wem? Ein Muslim bei Muslimen, ein Christ bei Christen, ein Jude bei Juden. Abgesehen davon, was man standesamtlich macht, weil das Staat ist. Okay, Religion. Aber komischerweise, einige Leute wollen sich staatlich trauen und die sagen, das ist islamisch. Aber bei Christen und bei Juden sagt man sowas nicht. Die Christen, wenn sie auch heiraten, dann gehen sie in die Kirche. Und die Juden zu Rabbiner und die machen das in Synagoge. Warum wir Muslime nicht? Weißt du warum? Weil wir verloren, innen verloren gegangen sind. Und wir wollen nur andere nachmachen. Möge Allah uns bewahren. Ist klar, wenn man heiratet, dann als Muslim, dann heiratet man islamisch. Wallahu ta'ala ala.